Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Heute ein Thema, das ich schon mehrfach angeschnitten, aber immer wieder übersprungen habe. Da ich aber kürzlich Dr. Orion im Detail seziert habe, kann ich mich heute ganz auf dieses eine Thema konzentrieren. Das Virus. Wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, sollte dieses Video nicht anschauen. Das Virus ist wohl eines der seltsamsten Dinge in Alea Aquarius, einem Universum, das sich eigentlich nur mit abstrakten magischen Fantasy-Dingen schmückt. Wenn ich also textkritisch etwas analysiere, was in ähnlicher Form wirklich existiert, dann kann ich zwei Blickwinkel einnehmen. Den Blickwinkel des populärwissenschaftlichen Filmanalysekanals auf der einen Seite und den Blickwinkel des vernünftigen Videoessayisten auf der anderen Seite. Ich bin, das wage ich zumindest zu behaupten, natürlich ein vernünftiger Videoessayist. Vielleicht manchmal zu vernünftig. Und das wird später auch mein Fokus sein. Aber diese "Warum X in Y keinen Sinn ergibt" Sache will ich doch auch mal ausprobieren. Also, los geht's mit absichtlich schnell gesprochener Analyse und übermäßig vielen Fachwörtern. Im Folgenden werde ich das Virus mit dem völlig erfundenen und kontextfreien Namen Alea Aquarium kurz AA bezeichnen, um Unklarheiten zu vermeiden. Es gibt zwar natürliche Viren mit der Tödlichkeit des AA-Pathogens, aber die Geschwindigkeit des AA ist unnatürlich hoch. Die Tödlichkeit eines Virus ist unter anderem durch seine Ausbreitungsgeschwindigkeit innerhalb des Wirts beschränkt und dies hat biologisch-biochemische Grenzen, die kein genmodifiziertes Virus überschreiten kann. Außerdem sind die Symptome bei tödlichen Erregern in aller Regel wesentlich extremer als einfache Fiebersymptome, da besonders ein schneller Tod durch das Versagen mehrerer kritischer Körperfunktionen wie ein allgemeines Multiorganversagen hervorgerufen wird. Viren sind einzigartige Organismen in der Hinsicht, dass sie sich nicht selbstständig reproduzieren können und dafür immer einen Wirt benötigen. Daher können Virionen auch nicht längere Zeit infektiös bleiben, ohne einen Wirt zu befallen. Es gibt natürlich große Unterschiede je nach Hülle des Virus und ob es sich um RNS- oder DNS-Viren handelt. Aber die längsten extremen Überlebenszeiten, die ich für Humanpathogene finden konnte, sind 2 Jahre für bestimmte Pockenviren, nach publikationsgesicherten Daten 3 Wochen für Herpesviren, was für die allermeisten Virentypen eine Obergrenze darzustellen scheint. Selbst ein genmodifiziertes Virus hätte also Schwierigkeiten, 11 Jahre zu erreichen. Wir können die Poxviridae übrigens als Virenfamilie ausschließen, da die wenigen humanpathogenen Viren dort alle stark abweichende Symptome aufweisen. Das einzig logische im Zusammenhang mit der Infektiosität ist der Umstand, dass die meisten Viren spätestens bei der Denaturierungstemperatur von häufigen Proteinen um etwa 40 Grad Celsius bis 60 Grad Celsius ihre Infektiosität verlieren und dies auch im Buch so abgebildet wird. Meermenschen und Landmenschen gehören zur selben Spezies oder zu 2 nahe Verwandten. Die Bedingung zur Zugehörigkeit zur selben Spezies ist, dass sich die Individuen zum einen fortpflanzen können. Dies ist offensichtlich gegeben, dass die resultierenden Nachfahren zum anderen auch fortpflanzungsfähig sind. Das ist nicht bekannt, aber am gegebenen Kontext wahrscheinlich. Also ist es wiederum unlogisch, dass Landmenschen nicht von AA infiziert werden können, da die allermeisten Viren mehrere genetisch ähnliche Arten infizieren können. Zuletzt noch der größte Fehler. All diese Eigenschaften mögen theoretisch möglich sein, wenn man das Genmaterial eines Virus sehr präzise konstruiert. Es ist mit dem heutigen Stand der Wissenschaft jedoch nicht möglich, so genau zu bestimmen, welche Gene wofür verantwortlich sind, welche Basensequenzen aus anderen Organismen man übernehmen kann und wie die verschiedenen einprogrammierten Verhaltensweisen Eigenschaften der Virionen und ihrer Wirtszelle interagieren. Nicht einmal der schlauste Arzt der Welt, Dr. Orion, kann daran etwas ändern. Die Menge an nötigem Aufwand ist einfach zu groß und einige der nötigen Fähigkeiten, wie zum Beispiel für die Herstellung von präziseren technischen Geräten, hat er nicht. Außerdem ist immer noch so wenig über die biochemischen Prozesse bekannt, dass es trotz allem Verständnis von Genen, Proteinkodierungen, dem Protein-Biosynthese-Prozess und so weiter immer noch sein kann, dass gewisse Dinge nicht funktionieren. I should say though, biologists are second only to YouTubers as some of the most superstitious people you'll meet. If you told us that sacrificing a goat before running a protocol makes it work every time, you bet your ass we're gonna start keeping a small herd of goats handy. Das passiert Wissenschaftlern die ganze Zeit. Genmodifizierte Bakterienkulturen können einfach sterben. Gleichermaßen würde ich hier von sehr extremen Genmodifikationen reden. Weiß niemand, ob das wirklich funktionieren kann, weder in Theorie noch Praxis. Das AA-Pathogen könnte nach seiner Synthese einfach sofort wieder zerfallen, weil was auch immer. Nach der mikrobiologischen und biochemischen Praxis zu urteilen, erscheint dies ziemlich wahrscheinlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Selbst ich, ohne Biologiewissen und nur 2 Stunden Wikipedia-Recherche, kann feststellen, dass das Virus unrealistisch an allen Ecken und Enden ist. Aber ist das überhaupt relevant? Behalte den Gedanken, ich mache hier mal einen Schnitt. Kommen wir endlich zum Titel dieses Videos. Deus ex machina, was bedeutet das? Sicher haben einige von euch diesen Begriff noch nie gehört. Das Ganze ist Latein, Lehnübersetzung des Griechischen, und bedeutet wörtlich Gott aus der Maschine. Wie von den Sprachen zu erwarten, kommt der Deus ex machina aus dem antiken griechisch-römischen Theater. Dort bezeichnete es wirklich einen Gott bzw. einen Gotteskarakter, der mit Hilfe der Bühnenmaschinerie auftrat
und fast ausschließlich dafür zuständig war, eine eigentlich aussichtslose Situation aufzulösen. Er wurde eingesetzt, wenn die Geschichte eine Sackgasse erreicht hatte, aus der die etablierte Logik des Stücks keinen Ausweg erlaubte, außer den, dass ein Gott erscheint, die Protagonisten befreit und meistens die gesamte Handlung auflöst. In der Antike war das anscheinend eine ganz normale Sache und die Zuschauer fanden es gut. Aber heutzutage hat es eine stark negative Konnotation. Das könnt ihr euch vielleicht schon denken. Wenn der Autor sich in die Ecke schreibt, es keinen Ausweg mehr gibt, dann ist das Einsetzen eines Charakters oder Begebenheit, die ohne jede Logik auftaucht und den Tag rettet, ein Zeichen von schlechtem Geschichtenerzählen. Um jeden Preis muss ein Deus ex machina vermieden werden. Es zerstört die Aussetzung der Ungläubigkeit beim Zuschauer. Als Autor muss man lernen, wenn man sich in die Ecke schreibt, auch mal mehrere Schritte zurückzugehen, seine Geliebten zu töten. Klingt brutal, ist aber nur ein Fachbegriff. Und große Teile der Geschichte, die man sorgfältig verfasst und möglicherweise mehrfach überarbeitet hat, einfach zu entfernen. So viel dazu. Und bevor wir weitermachen, muss ich zwei Dinge erwähnen. Natürlich gibt es gute Anwendungen des Deus Ex Machina in Parodien oder wenn man absichtlich Konventionen und Prinzipien des klassischen Geschichtenerzählens verletzt. Und weiterhin haben viele Werke den Begriff in erweiterter Bedeutung verwendet, insbesondere als Maschinengott, also künstliche Intelligenz. Ein erwähnenswertes Beispiel wäre der 2014er Film Ex Machina, der genau davon handelt. Ein weiteres Puzzleteil fehlt uns noch für die Betrachtung des Virus. Worum geht es eigentlich in Alea Aquarius? Diese Frage habe ich schon mal kurz beantwortet, als ich mich über die Politik in den Büchern aufgeregt habe. Hier hilft uns der Begriff des Elevator Pitches, also des Verkaufsgesprächs im Aufzug. Stellt euch vor, ihr habt eine geniale Geschichte im Kopf, vielleicht auch schon teilweise oder ganz geschrieben. Und im Aufzug spricht euch jemand an. Auf einmal geht es um diese Geschichte und ihr werdet gefragt, worum geht es denn? Dann muss man ihm oder ihr den Elevator Pitch unterbreiten. Eine extreme Kurzfassung eurer Geschichte in 3 Sätzen oder weniger, die so schnell wie möglich alle wichtigen Informationen darlegt und den Leser bzw. Zuhörer neugierig macht. Es ist ähnlich zur Kurzzusammenfassung im Exposé der deutschen Literaturpraxis, nur dass die auch noch das Ende und den Handlungsverlauf verrät. Aber der Elevator Pitch enthält auf jeden Fall die Grundidee, das, was die Geschichte erst in Gang bringt, das, warum sich der Held auf die Heldenreise begeben muss, das, was die Protagonisten zur Konfrontation zwingt. Ich schmeiße gerade mit vielen literarischen Begriffen und Konzepten um mich. Also stattdessen ein Beispiel. Hier ist mein bester Versuch eines Elevator Pitches für Alea Aquarius. Alea ist ein normales Mädchen, bis sie eines Tages erfährt, dass sie ein Meerkind ist und die anderen Meermenschen vor 11 Jahren durch ein Virus ausgerottet wurden. Mit der Alpha-Crew, einer Bande an eigenwilligen Kindern, segelt sie um die Welt und erfährt gemeinsam mit dem Halbmeerjungen Lennox, dass Dr. Orion das Virus erschuf und jetzt die Meere zerstört. Nun will die Alpha-Crew die Meere retten und die verbliebenen Meermenschen in die Ozeane zurückholen. Was ist die Grundidee hinter Alea Aquarius? Naja, zunächst brauchen wir ein Ereignis, das den Protagonisten zwingt, zu handeln, die gewohnte Alltagswelt zu verlassen und sich auf die Heldenreise zu machen. Wenn ihr an die Heldenreise denkt, denkt an... Nein, tut mir nicht leid. Luke ist Feuchtfarmer auf Tatooine, bis ihn 2 Droiden erreichen, die eine Hilfenachricht der gefangenen Prinzessin Leia überbringen. Alea ist ein normales, aber sich fehl am Platz fühlendes Mädchen in Hamburg, bis ihre Pflegemutter schwer krank wird und die Alpha-Crew ihr die Möglichkeit bietet, nach ihren leiblichen Eltern zu suchen. Aber weiterhin ist das ja nicht das fundamentale Problem, der Konflikt, mit dem sich der Protagonist auseinandersetzt. Luke wird sich erst im Laufe seiner waghalsigen Infiltration des Todessterns gewahr, dass das Imperium das eigentliche Problem ist, welches es zu lösen bzw. zu zerstören gilt. Alea erfährt erst nach 2 Büchern mit Sicherheit, dass die Meermenschen alle verschwunden sind, getötet durch das Virus.
Aha! Hier haben wir unsere Grundidee und auch unsere Verbindung zum Thema. Alea ist eine Überlebende eines untergegangenen Volkes, ohne Wissen um ihre Traditionen und Bräuche, ohne Verbindung zu den anderen Verbliebenen. Das löst einen starken Wunsch in ihr aus, der Wunsch, die Meermenschen wieder zusammenzuführen, ihre Eltern und später ihre verschwundene Zwillingsschwester zu finden und so weiter und so fort. Also führen wir das Ganze mal zum Virus zurück. Wer hätte es gedacht? Das Virus ist der Grund für alles. Das Virus hat die Meermenschen getötet. Das Virus hindert die Überlebenden daran, in die Gewässer zurückzukehren. Gegen das Virus muss ein Heilmittel gefunden werden. Die Möglichkeit dazu haben nur der Antagonist selbst sowie Aleas Mutter Nelani. Die Protagonistin ist besonders, denn sie ist immun und kann als einziges echtes Meerkind das Wasser betreten. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Das Virus ist 90% der Grundidee. Das Virus ist in etwa die Hälfte des Problems. Die andere Hälfte wäre natürlich Orion selbst. Das Virus ist ein Werkzeug, um der Protagonistin Bedeutung zu verleihen und ihre Mutter als für die Lösung essentielle Figur zu etablieren. Jetzt kommt meine Spekulation. Tanja Stevener hatte diese Grundidee schon lange so im Kopf. Sie brauchte lediglich eine Begründung für alles, eine in ihrem Universum logische Ursache, die sie dann so verwenden kann, dass unsere interessante Handlung herauskommt. Und dann hat sie sich einfach das Virus ausgedacht. Wahrscheinlich kaum was recherchiert, eher so nach ihrem von der Schule übergebliebenen gefährlichen Halbwissen. Gemeinsam mit meinen aufgezeigten Problemen des Virus an sich riecht hier alles nach Deus Ex Machina. Nun ja, zunächst eine Art von umgekehrten Deus Ex Machina, da am Anfang nur die Ausgangssituation gerechtfertigt wird. Aber je mehr das Virus und auch andere schöne biologische Unsinnigkeiten dazu genutzt werden, die Handlung in die gewünschte Richtung zu lenken, desto unwohler wird mir dabei. Ich sage nur, Genwandler. Das ist alles einfach zu praktisch, als dass es sauber in die bestehende Logik der Reihe passen könnte. Ich könnte jetzt also abschließend sagen, das Virus ist doof, denn es ist ein Deus Ex Machina. Aber das trifft es leider auch nicht. Ich sprach ja schon mehrfach von der Aussetzung der Ungläubigkeit, vielleicht besser bekannt als Suspension of Disbelief. Das Paradoxon, dass Geschichten eigentlich fiktiv und nicht real sind, dass wir als Leser aber falsche Dinge ignorieren, solange sie halbwegs logisch sind und zum Wert der Geschichte beitragen. Die kritische Frage bezüglich des Virus ist also eigentlich nur, ob es die Aussetzung der Ungläubigkeit wirklich zerstört. Für mich tut es das ein Stück weit, auch wenn es Schlimmeres gab. Aber für andere vielleicht nicht. Insgesamt muss ich also zusammenfassen, dass wir hier wieder auf einer sehr subjektiven Ebene landen. Ich als Wissenschaftsenthusiast habe wohl eher ein Gespür für Logik und Unlogik in den Naturwissenschaften als andere Menschen. Die Frage ist auch, wie Frau Stevener in Zukunft mit diesem gefährlichen Werkzeug umgeht. Ich verbleibe hier also mit gemischten Gefühlen, aber hoffentlich auch für euch interessanten Einblicken in die Mechanismen hinter Geschichten und welche Fehler dort auftauchen können. Zum Schluss nochmal. Ich klinge jetzt vielleicht wie ein Filmfehler-Nazi, was ich ja vorhin schon erfolgreich getan habe. Aber merkt euch, ich bin da einfach jemand, der möglichst auf hohe Genauigkeit achtet. Wenn ich mir bei wichtigen Details nicht sicher bin, stelle ich auch noch einmal größere Nachforschungen an. So möchte ich die Aussetzung der Ungläubigkeit für den Leser vereinfachen. Und jetzt auch danke fürs Zuschauen. Ich mache inzwischen einiges zu Alea Aquarius auf der deutschen Seite meines Kanals und habe auch noch viel vor. Bis dann, auf Wiedersehen!